willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für 7 Tage, 7 Stops. Diesmal die Auflösung von der letzten Folge. Wir waren ja immer noch in Britain unterwegs und ich fand es lustig. Der Ali hat gefragt, hey Ramses, kann es sein, dass du eine Perücke trägst? In dem einen Video hast du voll die Haare, im nächsten Video hast du voll die Glatze und jetzt wieder so und keine Ahnung. Das ist natürlich, die Folgen von Britain sind natürlich in der Vergangenheit aufgezeichnet worden. Das habe ich ja alles an einem Tag gemacht. Frisch, als die Glatze da war, waren wir in Britain, haben da eben alle drei Folgen produziert, da wir insgesamt 21 Stops gefunden haben. Habe das dann in drei Teile aufgeteilt. Jetzt die Auflösung vom letzten Teil, vom dritten Teil. Falls ihr das geguckt habt, ihr interessiert euch ja immer dafür, ihr ratet ja auch gerne mit, was durchgeht, was nicht durchgeht und was durchgegangen ist, gucken wir uns jetzt an. Wir haben zuerst nämlich die Tafel der Poesie akzeptiert, ne? Haben wir ja durch Zufall noch gesehen, war ja also die Tafel wurde ja eingereicht, das ist ja die Anlagenordnung für den Waldsee. Und auf der Rückseite war eben noch dieses Schild und so haben wir aus einem Pokestop theoretisch zwei gemacht. Da muss man ein bisschen tricksen, aber fanden wir auch sehr cool. Tafel der Poesie, wenn ihr sowas seht, Tafel mit alter Weisheit zum Schutz unserer Natur. Ihr seht das Bild, ihr seht dann auch das Umgebungsbild dazu, das sieht dann so aus. Ich sage jedes Mal, wichtig, wenn ihr was macht, setzt den Pokestop schön in Szene wie hier. Und bei dem Umgebungsbild, bitte macht ein Bild von weiter weg, wo der Pokestop selber aber auch noch mit drauf ist. Viele begreifen das nicht, die drehen sich dann um und fotografieren einfach eine grüne Wiese, wo man nichts sieht. Das ist nicht Sinn und Zweck. Hat also geklappt, ist angenommen worden, ist auch ins Spiel gekommen. Hier seht ihr den Pokestop im Spiel, Tafel der Poesie. Dann ging es weiter, willkommen in Bürden. Toll. Ich habe den falschen Screen gelöscht. Oder auch nicht. Nee. Naja, oben steht noch extrem. Weil er musste ja dann einreichen. Meine waren ja fertig. Deswegen musste ich mir die von ihm jetzt schicken lassen. Wir können diesmal natürlich nicht vor Ort sein, weil Britain die Verbindung so schlecht war, da kein Internet war. Deswegen, sonst hätte ich das vor Ort natürlich gezeigt, was angenommen wurde und was nicht. Aber wenn das für euch so in Ordnung ist, würde ich mir das sparen, immer nochmal an den gleichen Ort zu fahren und screene das einfach so immer für euch ab. Wir haben dann also diese Willkommenstafel eingereicht, willkommen in Britain Ost. Wir haben ja eine in der Mitte gefunden und eine am Ende. Und am Ende stand auf Wiedersehen und auf der Rückseite auch willkommen. Und das haben wir als Willkommenstafel nochmal genommen. Willkommen in Britain Ost, wurde auch akzeptiert. Herzliche Begrüßung am Ortseingang. Haben wir dann hier nochmal ein Umgebungsfoto gemacht. Ihr seht, hier ist näher dran, hier ist weiter weg. Man sieht mehr von der Umgebung. Wurde angenommen, ist ein Stop geworden. Sieht dann also so aus, wenn es im Spiel ist, auch kein Ding. Ehemaliger Schlauchturm, wo der Extrem gleich gesagt hat, ach komm, das wird eh nix und den lassen wir weg. Meinst du, das können wir einreichen, aber ich wird alles mitgenommen. Ich fand das Bild schon auch sehr beeindruckend, wie das aussieht und da ist zwar eine Bushaltestelle dran und daneben, aber da darf man halt jetzt nicht drauf achten. Ehemaliger Schlauchturm, hier wurden früher die Schläuche der Feuerwehr zum Trocknen aufbewahrt. Heute ist es ein historisches Gebäude des Dorfes. Sieht auf jeden Fall sehr wuchtig aus, das Foto. Das Umgebungsfoto noch dabei, das ihr seht, ist da an der Straße, da ist so ein Geländer, ist aber trotzdem etwas ruhig. Es ist ja keine Hauptstraße, das sind nicht mal Markierungen. Ist ins Spiel gekommen, ist auch eine Arena geworden, wie ihr seht. Und natürlich, wer sitzt da drin, der Extrem und der Ramses, schon seit was weiß ich wie vielen Tagen, weil sonst nichts passiert. Dann haben wir das Gasthaus zur Linde gehabt, das wurde leider nicht akzeptiert. Ich blicke immer noch nicht durch, ich meine, so allgemeine Essensketten irgendwas wie McDonald's, Subway, bla bla bla, was es in jedem Ort überall gibt, soll man ja nicht nehmen. Was für den Ort spezifisch ist, was es nur da gibt, so einmalige Sachen, Bars, Kneipen, Pubs, irgendwas, Gasthäuser, dachte ich, wären okay, aber Gasthaus zur Linde, keine Chance. Haben extra hier das Schild an der Seite genommen, das beste Restaurant weit und breit. Gasthaus zur Linde, dann nochmal ein Schild daneben, dann seht ihr hier nochmal ein Bild komplett. Als Umgebungsfoto, ist aber trotzdem nicht akzeptiert worden, leider Gottes. Was ist eure Meinung dazu?
Ist es theoretisch möglich, Gasthäuser einzureichen? Werden die akzeptiert? Hatten wir nur Pech, so wie ich immer Pech mit der Bank habe? Oder sind Gasthäuser trotzdem Mist? Und wenn ja, warum? Warum geht ein Gasthaus nicht? Warum darf man aber kleine lokale Geschäfte einreichen? Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Wenn jemand da unterwegs ist, ein Tourist, und der hat Hunger und sieht dann in der Nähe, da ist was, dann gehen wir da hin, ist das doch trotzdem irgendwie Kultur. Dann haben wir noch die Schlossparkordnung. Im Park ist auch nicht akzeptiert. Ich habe mir halt gedacht, dass das vielleicht als Schild, als Infoschild mit dem Regeln, mit dem ganzen Zeug, dass das funktioniert, dass das gehen würde. Wurde aber abgelehnt. Regeln und Hinweise für den Aufenthalt im Schlosspark. Ich meine, der Schlosspark ist eh schon vollgepfropft, da ist so viel Zeug, darauf kam es jetzt nicht an. Weil wir noch drei übrig hatten, haben wir das aus Spaß so mit reingenommen. Ist also nicht weiter schlimm, habt aber auf jeden Fall wieder ein großes Stoppbild und ihr habt ein Umgebungsbild dazu. Ist nicht angenommen, wie gesagt. Dann haben wir noch die Gedenkbank, Walter Gedenkbank. Hildrud und Horst Walter, die habe ich jetzt schon zum dritten Mal eingereicht. Die wird jedes Mal abgelehnt. Und von Mal zu Mal, wo ich die einreiche, wird die auch immer schäbiger. Ihr seht jetzt das Schild. Das Schild ist mittlerweile schon total verkratzt, total beschmiert. Es leidet immer mehr. Gedenkbank zum Dank an Hildrud und Horst Walder. Ein Stopfoto, ein Umgebungsfoto. Ist wieder mal abgelehnt worden, obwohl ich so viele Orte kenne, wo Bänke mit bestimmten Plaketten, mit so Schildchen dran stehen, weil das ja irgendwo einen geschichtlichen Wert hat, einen Hintergrund. Man kann, wenn man das googelt, Hildrud und Horst Walder, findet man auch die Geschichte dazu, alles Mögliche. Trotzdem nimmt das keiner an. Die Leute denken wahrscheinlich einfach, hey, das ist eine Bank. Aber sie sehen gar nicht, Junge, da steht ein Datum, da stehen Namen, dann erkundige dich doch, bevor du einfach blind irgendwas ablehnst. Jetzt haben viele in den Kommentaren geschrieben, dass ich in der Beschreibung oder beziehungsweise bei, was wichtig ist für die hirnlosen Bewerter, dass ich da den Link von Google mit reinpacke, dass sie da was lesen können. Aber ich glaube, denen ist das trotzdem egal, weil die sagen, das ist eine Bank. Und deswegen lehnen die das wahrscheinlich trotzdem ab. Ich gebe nicht auf, ich werde das probieren, trotzdem nochmal in Ruhe. Als letztes hatten wir dann den Jesusstein, der einfach irgendwo im Morast, irgendwo im Gebüsch neben der Brücke, total unsicher, also wenn man da spielen will, dann muss man von der Brücke springen ins Ungewisse, kann dann dort spielen. Aber der Jesusstein wurde akzeptiert, Denkmal aus Sandstein mit kirchlichen Personen und Symbolen. Ihr habt ja auch das Umgebungsfoto noch dazu, ihr seht einfach neben der Brücke, richtig brutal, ist ins Spiel reingekommen, ist ein Stop geworden. Und dann haben wir noch ein paar Sachen gehabt, zusätzlich, weil das ja jetzt die letzte Folge ist zu Birten. Wir haben ja diesen Bolzplatz, also den Sportplatz Birten, eingereicht, der wurde abgelehnt, wo viele verdutzt waren, wieso der abgelehnt wurde, am 23.06. Den haben wir aber nochmal eingereicht, am 2.07. und dann wurde er angenommen. Gleiches Foto, alles cool sozusagen. Erst abgelehnt, dann angenommen. Also ihr seht, gebt nicht gleich auf. Wenn ihr denkt, dass euer Stop gut ist, probiert es einfach nochmal. Ihr müsst manchmal auch wirklich nur Glück mit den Bewertern haben. Wenn ihr Mist habt, dann nervt bitte aber die Leute nicht so lange, bis euer Mist angenommen wird, weil sie es dann nur annehmen, weil ihr nervt, sondern habt selbst irgendein Gefühl dafür, was gut ist und was nicht gut ist. Ich finde, nichts von dem, was wir eingereicht haben, ist kompletter Schrott, auch wenn ein paar Sachen abgelehnt wurden. Da seht ihr noch das Umgebungsfoto auch von dem Bolzplatz hier. Gleichzeitig diese Willkommenstafel in Birten, die wurde auch, glaube ich, beim ersten Mal abgelehnt, wurde neu eingereicht und wurde dann angenommen. Keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Hier auch nochmal Umgebungsbild dazu. Genauso wie dieses Café. Café Seeblick habe ich ja auch gehabt. Hatte ich eingereicht damals, wurde abgelehnt. Mittlerweile hat es der Extrem nochmal neu eingereicht und hat nicht hingeschrieben, dass das ein Café ist, sondern einfach nur Segelboot Seeblick. Verschönerung des Gebäudes am Waldsee mit einem handgefertigten Segelbootschild. Theoretisch kann jeder sich so ein Boot machen und ans Haus kleben. Und ich dachte, das ist halt einladend wie Gaststätte so, dass das so ein Bistro ist. Da könnt ihr hin, könnt essen. Hier seht ihr das Gebäude dazu, ne? Aber so hat das funktioniert, wenn man den Hauptaugenmerk wirklich nur auf das Bild, auf das Schild legt und nicht das Gebäude an sich beschreibt und sagt, das ist Café Seeblick, da könnt ihr essen und sonst was und mal Kaffee trinken oder
Das ist auch Bar, da wird auch ausgeschenkt. Das interessiert nicht. Das ist Kultur. Also nehmen wir ein kleines, popliches, selbstgebasteltes Schild. Das ist okay. Das geht auf jeden Fall durch. Hat's reingeschafft und mittlerweile, nochmal zur Info, Birten hatte wirklich gar nichts. In Birten gab es nichts. Da gab es ja nicht mal Empfang. Da gab es keine Arenen. Da gab es keine Stops. Da gab es nichts, nichts und nochmal nichts. Und mittlerweile, wenn man in Birten steht und in Richtung Ortsausgang guckt, sieht es mittlerweile so aus. Ihr habt links zwei Stops, ihr habt in der Mitte eine Arena, ihr habt rechts zwei Stops. Links ist das Café Seeblick und die Tafel der Poesie. Hinten habt ihr nochmal die Waldseebühne als Stop und das Willkommensschild Birten als Stop. Und die Arena müsste... Was ist die Arena? Die Arena ist die Anlagenordnung für den Waldsee, glaube ich. Ihr seht, aus nichts plötzlich vier Stops und eine Arena gebastelt. Und wenn ihr in die andere Richtung guckt, da sieht es sogar noch heftiger aus. Denn ihr habt links zwei Stops, ihr habt rechts oben zwei Stops und in der Mitte habt ihr Arena, Stop, Arena, Stop, Arena. Das ist so heftig. Ein Tag dort gewesen und plötzlich haben wir vier Arenen in Birten. In der Mitte hier, das was zuerst kommt, ist der Schlauchturm. Danach habt ihr noch das Backhaus. Ihr habt links nochmal diesen Brunnen und die Kirche. Ihr habt oben rechts die zwei Stops, den Spielplatz und den Sportplatz. Ihr habt ganz hinten im Hintergrund diese Gedenktafel für den Zweiten Weltkrieg. Und ihr habt die Friedhofskapelle als Arena. Also, was will man mehr? So muss es aussehen, so könnt ihr das machen, wenn ein Ort wirklich gar nichts hat, den so zukleistern, aber alles mit Sachen, die wirklich vor Ort sind, die wirklich existieren und nicht einfach irgendwas faken. Habt ihr mitgeraten? Habt ihr euch eine Liste gemacht, was ihr denkt, was wird angenommen, was geht durch, was geht nicht durch, was kann man machen, was kann man nicht machen? Hattet ihr alles richtig oder habt ihr euch vertan bei manchen Sachen? Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr eine gute Quote hattet bei richtig falsch. Ich kann mich nicht rumdrehen, mein Genick tut weh. Egal, Adi ist nicht da, sonst hätte man den nochmal in die Kamera gehalten. Das war's von meiner Seite aus und ich kann jetzt schon ankündigen, da ich ja für Zuschauer in letzter Zeit etliche Stops eingereicht habe und da auch immer 7 Stück komplett zusammenkommen nach einer Zeit, werde ich bald auch mal 7 Tage 7 Stops, die Zuschauer-Edition, hochladen. Da bin ich leider nicht vor Ort zum Einreichen gewesen. Das musste ich von zu Hause aus machen, kann euch aber die Einreichungen zeigen. Ihr könnt wieder mitraten dann, ob das durchgeht, ob das nicht durchgeht. Und dann kommt auch wieder die Auflösung, was durchgegangen ist und was abgelehnt wurde. Und dann können wir auch wieder schauen, wer hat richtig gelegen, wer hat falsch gelegen. Und die Zuschauer finden das bestimmt auch cool, gerade die Stops einreichen lassen wollten, wenn die ihre Stops da sehen und wir da nochmal drüber reden. Das war es also von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.